Salam alaikum. Es gibt drei Formen des Khilaf oder des Ikhtilaf, den die Gelehrten nennen. Al-Ikhtilaf bedeutet Meinungsverschiedenheiten, Meinungsdivergenzen. Und drei Arten nennen sie dort. Es gibt den sogenannten Ikhtilaf al-Tadad. Das nennt man den kontradiktorischen Ikhtilaf. Das heißt, dass die eine Meinung die andere aufhebt, dass sie widersprüchlich sind. Wie wenn jemand sagt, dass es unter bestimmten Bedingungen und Umständen ist das erlaubt und jemand anderer behauptet genau das Gegenteil unter den gleichen Umständen und Verhältnissen. Das nennt man Ikhtilaf al-Tadad, also der kontradiktorische Ikhtilaf. Dann gibt es neben diesem den komplementären Ikhtilaf, das nennen sie Ikhtilaf al-Tanawwu'. Und hierbei geht es darum, dass der Ikhtilaf oder die Meinungsunterschiede sich gegenseitig vervollständigen. Daher wird es auch komplementär genannt. Zum Beispiel die verschiedenen Formen des Adhan. Es gibt verschiedene Formen des Adhan und diese schließen sich gegenseitig nicht aus. Und oder die verschiedenen Formen des Salatul Khawf oder die verschiedenen Art und Weisen des Salatul Witr zu beten. All diese, die schließen sich ja gegenseitig nicht aus und auch mathalan innerhalb eines einzigen Madhabs werden durchaus verschiedene Schemata geduldet und gebilligt. Und das nennt man dann Ikhtilaf al-Tanawwu'. Und hierzu zählt auch zum Ikhtilaf al-Tanawwu'. Und dieser findet übrigens sehr häufig in den Tafasir statt, oder beziehungsweise diese Form des Ikhtilaf, des komplementären Ikhtilaf, gibt es zahlreich und massenhaft in den Tafasir. Und das liegt daran, dass eine Person manchmal einen allgemeinen Begriff oder einen generischen Begriff durch bestimmte einzelne Bestandteile erklärt. Ein Beispiel dafür, jetzt nur mal so von irgendwo dahergeholt, nehmen wir mal an, jemand erklärt den Begriff Nahrungsmittel und er sagt dazu, Nahrungsmittel, das bedeutet Brot. Und ein anderer sagt, Nahrungsmittel bedeutet Reis. Das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Hierbei wurde einfach nur eine Gattung, nämlich die Gattung ist hier das Nahrungsmittel, durch bestimmte Einzelheiten oder Einzelteile oder Partikularien erklärt und das schließt sich gegenseitig nicht aus, steht nicht im Widerspruch und daher ist das ja nicht keine große Form des Ikhtilaf, auch wenn es so genannt wird. Und das dritte, das nennt man Ikhtilaf al-Lafzi. Das bedeutet, das ist ein formeller Khilaf, eine formelle Meinungs- und Meinungsverschiedenheit, die aber in der Substanz, von der Substanz her, oder wenn wir die Substanz der des Sachverhaltes betrachten, dann erkennen wir aber, dass es im Kern gar keinen Meinungsunterschied gibt. Die Ausdrucksart ist jedoch verschieden. Und das sehen wir häufig in den Definitionen. Diese Form des Ikhtilaf existiert oft, wenn man Einzelbegriffe definiert. Da kann es dazu kommen. Und da gibt es einige Beispiele dafür. Und bei manchen sind sich die Gelehrten uneinig, ob das denn jetzt ein formeller Unterschied ist oder ob er denn wirklich auch die Substanz der Sache betrifft. Die Sache des Iman. Die sogenannten Murji'atul Fuqaha und ihre Einstellung zum Iman, ist das ein formeller Khilaf? Ibn Abil Izz al-Hanafi
ist der Auffassung, dass es nur ein formeller Khilaf ist. Oder was haben wir da noch? Die Einteilung der Bid'a in löbliche oder akzeptable Bid'a und nicht akzeptable Bid'a, oder beziehungsweise die kategorische Ablehnung jeglicher Form von Bid'a. Das ist in der Realität betrachtet, ist das ein formeller Khilaf. Näher darauf kann ich jetzt nicht eingehen, weil das ist nicht das Thema. Aber inshallah, in Zukunft. Genau, das sind also die drei Formen des Ikhtilaf. Ikhtilaf al-Tadad, Ikhtilaf al-Tadad, Ikhtilaf al-Tanawwu' und Ikhtilaf al-Lafzi.